Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir Fische gejagt und Erze gesammelt und wir sollen jetzt mit der Questlady reden, die hoffentlich unser erstes Quest für uns parat hat. Aber vorher reden wir noch mit den anderen hier im Dorf, der mit uns reden will. Hey Jäger, du kommst wohl ganz gut zurecht, was? Du arbeitest jetzt für die Jägergilde, da stehen dir sicher noch aufregende Zeiten hervor. Jedenfalls wollte ich dir eine Kleinigkeit geben. Schließlich hast du mir das ganze schöne Erz gebracht. Das hier ist eine Rüstkugel. Normalerweise bekommt man sowas vom Abbauen. Damit kann ich deine Rüstung verbessern. Schau dich mal in meinem Menü um. Rüstungsfertigung, dann Rüstung verbessern. Hast du's? Und vergiss nicht, die Einzelheiten in deinen Jägernotizen nachzuschlagen. Na los, nimm schon. So, ich kann aber, glaube ich, die ersten paar Sachen hier herstellen, ne? So, Ledersachen habe ich alle schon. Ich würde mal hier so eine Kettenklamotte vielleicht erstmal machen, aber das weiß ich nicht. Ich brauche Wetzsteine und Eisenerz. Ganz viel. Das war erstmal. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen wenig Geld. Tun wir mal so aufbewahren erstmal. Willst du denn? Du warst sehr gut bei der Mondfischjagd. Du schwimmst schon wie ein Fisch, aber vergiss das Gelernte nicht wieder. Ach, das hätte ich fast vergessen. Die Kleine von der Gilde hat eine Nachricht für dich. Schau mal bei ihr vorbei, falls du was noch nicht getan hast. So, Mokka-Prognose. Ach, da kann man sehen, was hier so rumläuft. In den nächsten paar Tagen. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir haben zwei Fische erledigt. Da müssen wir natürlich berichten. Dann kriegen wir Zeugs. Zum Beispiel schöne Schuppen. So, dann können wir einige Sachen hier in Rohstoffe verwandeln, glaube ich. Den Sushi-Fisch sollten wir ja umwandeln. Na, eins brauche ich jetzt nicht. Mache ich eigentlich nie so. Wir kriegen schon genug Sachen. Aber naja. So, der will immer noch mit mir reden. Nein. Ja doch, Älteste hier. Ah, da bist du ja wieder. Wie lief es mit dem Schwimmen? Bist jetzt einer eins mit dem Wasser? Hehe. Ja, es ist kompliziert, gerade wenn man sonst im Wald jagt. Im Wasser müsste man sich nach oben und unten bewegen. Zumindest hast du gute Lungen, ja. Habe ich zumindest gehört. Lass dich von deinem bisschen Wasser nicht abschrecken. Und jetzt der große Moment, die Bezahlung. Ich muss die letzten Reste aus dem Sparpuggy dafür zusammenkratzen, aber sofort musst du selbst für dich sorgen. Ich sag's mal wieder, Geld, geil. So, hier, du willst mit mir reden. Da bist du ja, wo warst du denn? Ich dachte, wir wären uns einig, du kommst täglich vorbei und ich jage dir nicht hinterher, aber wie auch immer. Ich habe ein paar tolle neue Sachen reinbekommen, da musst du dich sofort an dich denken. Natürlich muss ich fast immer an euch tapferen Jäger denken. Bei Rüstungen, Luft, das sind Kombibücher. Du hast doch schon Objekte kombiniert, oder? Oder? Mit einem Kombibuch in deinen Objektbeutel steigt dein Erfolgsrate beim Kombinieren. Praktisch, oder? Ein Buch lässt sich leicht ansteigern. Zwei Bücher noch mehr. Drei Bücher? Na, verstehe schon. Du musst im Objektbeutel Platz schaffen, aber dafür trägst du weniger Abfall mit dir herum. Denk an die Umwelt. Ich habe bisher nur die ersten beiden Bände, aber die sind ein Muss. Kauf sie oder eben nicht. Hihi. Ja, weiß nicht. Ich habe die immer zur Fox eigentlich geschickt. War das falsch? Teuer. Kombiniert deine... Verbessere deine Kombinier-Erfolgsrate, ja. So oft mache ich das auch nicht, außer später, wenn das nötig ist. Und ja, der Akku ist gerade ein bisschen leer, merke ich gerade. So, komm her. Hey, mein Lieblingsjäger, rate mal, wer sich bei dir gemeldet hat. Ja, ich habe endlich was von der Jägergilde gehört. Hurra, wo habe ich denn das Papier? Aha, hier ist es, deine allererste Quest. Wenn du die erfüllst, gehen deine Fähigkeiten und dein Ruf absolut durch die Decke. Theoretisch jedenfalls. Die einzige Quest, die ich bisher für dich habe, ist das Sammeln einiger Pilze. Ob die, meinst du etwa, trauen die uns gar nicht zu? Ach, was soll das, Motzen? Zeigen wir ihnen einfach, was wir die Arbeit gut machen. Und mit wir, meine ich dich. Wenn du nur auf eine Gilde-Quest bist, kommst du nicht wie üblich ins Dorf. Du musst zum Basislager zurückkehren. Außerdem darfst du nicht mehr in dein Haus, sobald du eine Quest hast. Dazu muss ich die Quest erst abbrechen. Als kapiert, dann trage ich dich für die Quest ein und mach dich über die Brücke da links auf den Weg. Ja, Pilzernte. Dreimal einmaliger Pilz. Wow. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Mach ich. Dann gehen wir zu unserer ersten Quest. Geil. Questaufbruch. Und ich nutze die Zeit mal, um mein Pad einzustecken.
Schöne Umgebung. So nur im Dunkeln irgendwie ein Loch finden. Aber das ist der vom 3DS. Ha. Eine Sekunde, ich komm gleich. So. Sollte irgendwie die beiden Sachen irgendwo verschieden irgendwo hinpacken. So. Okay, jetzt bin ich dran. Ich bin im Dorf Munger die Expertin für Quests. Da das Lager jetzt wieder in Schuss ist, sprichst du doch nichts gegen den Beruf des Jägers. Das ist absolut krisensicher, ja. Dieses Lager ist sowohl der Beginn als auch der Ende deiner Reise. Also dieses Lager ist mit drei Dingen ausgestattet, die dir bei Quests helfen. Du fragst, was das sein könnte? Klar, frag ruhig, bitte. Ich sage nur die rote Box, die blaue Box und das Bett. Ah, so. Jetzt üb Jagen, Jäger. Schau dich um und sieh zu, dass du alle drei dieser schwer greifbaren Wunder findest. Da, Zeitlimit 50 Minuten haben wir jetzt. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Oh, du bist es. Diese rote Box ist die Lieferkiste. Wenn du bei Quests Objekten abliefern musst, wie in dieser Quest, ist diese Kiste sehr praktisch. Wenn du Objekte hast, die du abliefern sollst, bring sie zur Lieferkiste. Ist das nicht alles sehr sinnvoll? Bei dieser Quest musst du einmalige Pilze abliefern. So, dann haben wir hier das Bett. Mal sehen. Ja, das ist ein Bett. Deine Fähigkeiten bei der Möbelpirsch sind unvergleichlich, Jäger. Wenn du in dem Bett schläfst, erholt sich deine Gesundheit und heilen Vergiftungen. Du wachst auf wie neu geboren. Du kannst dich bei Questen so oft im Bett ausruhen, wie du willst. Jagen ist harte Arbeit. Du brauchst viel Schlaf. Ja. Und dann haben wir hier noch diese Box. Du hast sie gefunden. Die blaue Box vor dir ist auch als Vorratsbox bekannt. Mit freundlicher Unterstützung der Gilde erhältst du die Vorratsobjekte für deine Quest. Du musst viele Vorratsobjekte zurückgeben, wenn die Quest vorbei ist. Also gewinnen sie nicht allzu lieb. Warum drückst du nicht den A-Knopf, um zu sehen, was sich im Innern befindet? Und dann kriegen wir sozusagen Gratisobjekte, die wir auf die Quest mitnehmen können. Aber eigentlich nicht so viel. Ich nehme eigentlich immer die Sachen hier mit. Farbball brauchen wir eigentlich nicht. Habt ihr vielleicht... Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen ja nur Pilze sammeln, das ist nicht sehr aufregend. Oh, fast hätte ich eine wichtige Funktion vergessen. Siehst du die Uhr links auf dem Bildschirm? Sie zeigt an, wie viel Zeit du für die Quest hast. Achte auf sie. Der weiße Zeiger rückt alle 5 Minuten einen Punkt vor. Bei der Quest hast du also 50 Minuten, verstanden? Ist die Zeit um, ist die Quest nicht geschafft. Peinlich! Also beeil dich, wenn die Uhr beginnt, rot zu blinken. Ja. Ich bin noch nicht langsam. Oh, da liegt was. Efeu. Ich habe noch ganz viel Fleisch, merke ich gerade. Ich teure Kameraden hier drauf grillen. Oh, bin ich ein Assi. Schön, ne? Lecker. Schön. Okay, wir müssen Pilze sammeln. Oh, die Viecher sind neu. Die müssen wir töten. Ein neues Lebewesen, wir müssen es töten, um jeden Preis. So, da sind Pilze, da kriegen wir bestimmt einmalige Pilze her. Aber die hinterlassen gar nichts, okay. Ja, egal. Trotzdem gerne gemordet. Blaupilze halten. Ja, stimmt, wir haben ja wieder 10 aus unserem Inventar raus, ne? Da können wir wieder ein paar mitnehmen. So, noch mehr Pilze. Ja, das ist einer davon. Den nennt man hier einmaliger Pilz. Ich sollte es wissen, denn ich mag Pilze sehr. Möchtest du die Questinformation ansehen? Versuch mal mit... Na was? Richtig, Questinfo im Spielmenü. Dort findest du die Voraussetzungen der Erledigung der Quest und weitere Grundinformationen darüber. So, einmaligen Pilz haben wir einmal gefunden. Gut. Einmaliger Pilz haben wir zweimal gefunden. Gut. Einmaliger Pilz haben wir gefunden. Dreimal. Sehr schön. Boah. Das haben wir schon geschafft. Hey, hier schon wieder. Nicht die Wildnatur hier einfach zufrieden lassen kann, ne? So, damit haben wir die Mission schon erledigt. Geil, ne? Genau solche Missionen gibt es noch sehr viele von, deswegen muss ich die nicht alle zeigen. Nur halt am Anfang. So, schon geschafft. Ausgezeichnet. Fantastisch. Wunderbar. Du hast die Quest geschafft. Als nächstes bekommst du deine Belohnung und es geht zurück ins Dorf. Ich spreche der Gilde von deinen Ergebnissen. Dann sollten sie dir neue Quests geben. Gute Jäger sind nie arbeitslos. In der Zeit erhältst du mehr Quests, bei denen du Monster jagen musst. Du musst also deine Ausrüstung verbessern.
Kolossal. Sehr schön. So, jetzt werden wir automatisch hier zum Dorf gebracht. Quest erfüllt. Forschungsobjekte werden zurückgegeben. Ja. So schnell kann es gehen. Schön, oder? Jetzt haben wir hier unsere Belohnung, die wir alle an die Objektbox am besten senden. Ganz viele Blaupilze und so. Ordnung ist, findet natürlich schon statt in meiner Box. Und ja, auch da hätte ich vielleicht noch ein bisschen blättern sollen, aber egal. Fortschritt speichern. Nein, da mache ich am Ende der Parts immer. Am besten. Weil da läuft irgendwas schief und dann haben wir ein Problem. So, da hätten wir wieder was. Und hier der. Mein kleiner Bruder und ich machen einen Angelwettbewerb. Wer zuerst den sagenhaften Goldenfisch fängt, hat gewonnen. Ich muss nur meine Leuchtkäferköder mit irgendwas mischen und schon habe ich den besten Köder der Welt. Hey, ich habe viele Megafliegenköder gefangen. Brauchst du welche? Hier bitte. Okay, danke. Hey, weißt du was? Ich mache einen Angelwettbewerb mit meinem großen Bruder. Wer zuerst einen legendären Goldenfisch fängt, ist der Sieger. Gewinne ich, sollte mich nicht mehr hänseln. Heute Morgen nannte er mich Kelvidung und warf mich ins Wasser. Boah. Oh, einen Vorteil habe ich. Geheimwissen. In einem Buch vom Chef konnte ich viele Dinge bei den Goldenfisch lernen. Dank der Dinge, die ich gelesen habe, weiß ich, dass man sie im Gebiet 10 auf der Karte von Mogga findet. Den besten Köder erhält man durch eine Kombination aus Wurmbienenlarve mit noch etwas. Ich bin mir nicht so sicher. Hey, nimm einen von mir. Da kommt mir doch eine Idee. Kombinieren wir mal live und ungeschnitten. Kombinieren. Goldenfischköder. Nochmal. Was kann ich das hier machen? Oh. Keine Ahnung, kann ich dann eine Mission jetzt hier haben oder was? Hey, auf dich warte hier. Sag mal, kennst du Epetios? Das sind im Wasser lebende Pflanzenfresser. Ihre Innereien sind zart und saftig, aber sie sind schwer zu fangen. In ihren Lebensraum gibt es gefährliche Monster. Das war's noch. Ach ja, zurück zur Sache. Nichts Neues. Klingt doch nicht immer so schön. Ich denke dann immer, da passiert was. Alles klar, nächste Mission. Ich bin schon voll gepumpt, ey. Gute Arbeit beim Pilzesammeln. Wie fandest du die Gildenregeln? Sehr nervig? Ich weiß. Hier auf der ganzen Welt mühen sich ab, strenge Anforderungen zu erfüllen und Monster und Regeln arbeiten gegen sie. Diesen langsam heranzückenden Zeitlimit. Man bricht läppisch dreimal zusammen und gilt schon als zu schwach, grausam. Allerdings, die Leute bewundern Jäger gerade deswegen, weil sie die einfach mit allen fertig werden. Will ich nicht unter Druck setzen. Oh, sieh mal auf die Uhr. Es ist Viertel nach neue Quest. Diesmal haben wir hier einen ganzen neuen Haufen Arbeit für dich. Fangen wir damit an, wo du willst. Fang damit an, womit du willst. Aber ich an deiner Stelle würde Jagia jagen, aber nicht übermütig werden. Nimm Tränke, Wettsteine und Munition für die Armbrust mit. Du könntest auch zuerst die Monster in der Reihen machen. Das ist unter Wasser. Es winken also Strand und Sonne. Alle Quests sind auf ihre Weise besonders. Bereite sich also gut darauf vor, dann hast du keine Probleme. Viel Glück. So. Was haben wir denn hier? Farmhelfer. Erlege 5 Jahre, ja. Ja, machen wir das doch. Direkt wieder ein bisschen Action. So, rein da. Das hat noch eine Menge Müll, glaube ich, dabei, aber das wird schon klappen. Da müssen wir diese komischen Viecher finden, an denen wir mal vorbeigelaufen sind. So, dafür brauchen wir vielleicht doch hier ein paar Sachen. So, das war's. Und ja, an denen sind wir schon vorbeigelaufen. Die sind, ja, die Viecher. Upsala. Da wollte ich jetzt nicht. Komm, fress dir das? Anscheinend nicht. Wupp. Ich wollte noch die Gegner angesehen. Ich weiß das nicht mehr. Glaub nicht. Egal. Ich glaube, das ging sogar nicht. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. So geil. Nom 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 nom. Ja, geh unterhalten. Ja, jetzt kriegen wir so ernsten Monstermaterialien, die wir vielleicht gebrauchen können für was weiß ich. Alles Mögliche.
Reicht das Fleisch jetzt wieder aufnehmen? Nö. So, 5 Stück sollen wir erledigen, das ist kein Problem. Da müssen die restlichen sein, ne? Einer. Oh, da kommt ein größerer. Verpiss dich. Ja. Ha, die greifen sich gegenseitig an, gut. Okay, die Gegner bewegen sich, jetzt wird es schwieriger. So, gib mir irgendwas. Ich kann noch Sachen gebrauchen, Monsterknochen klein. Ah! Unser erster Gegentreffer. Warte, dich nehme ich auch mit. Pisser, ah! Na komm. Da looten wir mal den hier. Hm. Sehr schön. Ja, genau, das können wir alles gebrauchen. Weil von Monstern kriegen wir natürlich auch Sachen, die wir für Rüstungen und so brauchen. Um neue Rüstungen herzustellen. Macht Sinn, ne? Und Rüstung ist hier alles in dem Spiel. Oh mein Gott. Soll ich irgendwie die größeren erledigen oder was? Kannst du es wagen? Oder glaube ich schon mehr als 5 erledigt, hallo? Oh ja. Waffenstärke ist gesunken. Ja, okay, dann müssen wir unsere Waffe schleifen. Erstmal will ich hier aber looten, ist natürlich die perfekte Situation gerade. Da haben wir einen Mini-Wettstein, damit können wir unsere Waffe schärfen, wenn wir Chance dazu haben. Haben wir nicht. Dann haue ich euch den kaputt. Ja, sieht schon, jetzt ist es nicht mehr so locker. Jetzt wird es schon gefährlich, wenn ich Pech habe. So, ich glaube, ich muss die Viecher erledigen. Ich habe schon mehr als 5 erledigt. Aha. Viecher sind, wie ich mich erinnere, sind die Viecher irgendwie viel früher kaputt gegangen. Aber ich bin auch immer mit so einem Riesenschwert rumgelaufen. Ma. Lass mich mal kurz demonstrieren, wie man eine Waffe wetzt. Man drückt Y mit dem Wettschein. Weil wenn die Waffe nicht genug geschärft ist, dann tut man weniger Schaden anrichten. Das ist nicht gut. So, jetzt lass mich mal kurz. So. Schön. Waffenstärke gestiegen. Maximale Schärfe erreicht. Das kann, glaube ich, auch noch irgendwie grün werden oder so. Wenn ich mich nicht irre. Aber das ist nur bei stärkeren Waffen. So, ich brauche jetzt noch so einen großen vielleicht. Ich habe so das Gefühl, die muss ich erledigen. Nehmen wir auch nochmal mit. So, jetzt haben wir zum ersten Mal Sachen Überfluss hier. Ja. Wird noch oft passieren, dass ich mitten im Kampf irgendwie lieber loote, anstatt irgendwie, keine Ahnung, zu kämpfen. So, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich baue ein Erste-Hilfe-Set, wenn es geht. Weil die Dinger müssen wir sowieso abgeben, also können wir sie auch benutzen. Ma. Ja. So, endlich. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. So, lass mich den looten und da vielleicht ein bisschen Erz mitnehmen und so. Ja, so, Erz möchte ich auch noch mitnehmen. Jetzt kommt ja schon wieder die Dings. Ah, super. Egal. Ihr könnt mich mal, ich esse jetzt was. Nom nom. Au. Soll ich mich nur looten, wenn es geht. Bams. Vogelwieber und Reißzahn.
Da war nicht Platz. Okay. So, ich möchte nach Hause gehen, na? Na komm. Ja. Pff, Quest erfüllt. Sehr schön. Haben wir wieder was erreicht. Das jetzt in den nächsten Folgen werden auch immer Quests und so erledigt werden, das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir ja ein paar Sachen über wieder in die Objektbox schicken können. Schön, oder? Ich habe schon wieder nicht geblättert. Verdammt! Nein. Nein, nein, nein. So. Da unten, der will was von mir. Gehen wir mal. Da bist du ja. Ich bin dir sehr dankbar. Die Gilde hat mich darüber informiert, dass du dich um Yagi-Herden gekümmert hast. Ist ja nett, dass sie das ganz offiziell machen, aber wir wäre ein Besuch von der süßen Empfangsdame lieber gewesen. Egal, jedenfalls wollte ich dir das Bombengehäuse hier schenken, als Zeichen meiner Anerkennung. Ein Bombengehäuse allen ist so gefährlich wie eine Feline ohne Krallen. Aber du kannst damit Bomben basteln. Kombinierst für den Anfang doch mal mit einem Blitzkäfer. Klingt gut, findest du? Da hast du recht. Okay, ich kann schon mal die Erntebox hier gucken. So, warte mal. Anbauen ist schon, glaube ich, wieder frei, ne? Ja. Dann packen wir wieder Blaupilze. Hier haben wir schon ganz viele Blaupilze. Wieder Pilzkeim, wieder ein paar Zyklen, dann kriegen wir wieder ganz viele. So, bedarf jetzt nicht so eine große Erklärung, ne? Dann würde ich sagen, tun wir mal die ersten Sachen herstellen. Wir müssen ja jetzt ein paar Sachen mal herstellen können, ne? Was haben wir denn hier? Rüstung oder Waffen? Wir können Leder, wir können Jägersachen herstellen. Jetzt muss ich auch mal aufpassen. Fähigkeiten, ja, da tue ich irgendwie nicht so drauf achten. Ich tue immer mehr so. Ich will immer alles jetzt irgendwie komplettieren, deswegen tue ich mal erst auf sowas achten. So, davon können wir was herstellen, aber dann haben wir, glaube ich, gar nichts mehr zum Herstellen. Ich kann nur eine Kettenbiste herstellen. Locktacktuch. Kettenweste. Weiß ich nicht. Weil mir steht auch immer, wo sieht man nochmal, was der für Schützen ist und was für Schwertkämpfe. Oder das ist hier. Weil daher kauft man die irgendwie so Schützenklamotten, die kann man gar nicht ausrüsten. Oder geben irgendwie andere Werte, deswegen sollte man überlassen. Ich glaube, ich konzentriere mich mal auf die Kettenklamotten. Erstmal. Da braucht man ja noch Eisenerz und warme Pelze. Kann ich da so ein bisschen farmen? Nein. Da muss ich natürlich wieder ordnen alles. So, hier kann man die ersten Yagi-Sachen herstellen. Dann braucht man aber noch Monsterknochen, Machaliterz und sowas alles. Das haben wir noch nicht. Wir können uns gar nichts mehr herstellen erstmal. Ich versuche mal, ob ich hier Kettenklamotten bekommen kann. Da brauche ich Erdkristall und Eisenerz und so. Ich werde sowieso ein bisschen farmen hier. Wenn ich auf Screen bin, soll ich ja meine Knochenklinge zum Beispiel. Die kriegen wir mit Monsterknochen S und Yagiao. Die können wir zum Beispiel machen. Und machen wir das auch mal direkt. Bams. So macht man Waffen. So, vielleicht laufen wir mal nächstes Mal mit einer anderen Waffe rum. Haben wir eine Idee? Ich will mal gerne mit den ganz großen Dingern rumlaufen. Aber mehr können wir noch nicht. Dann werde ich mal sagen, ich beende Part hier und beende auch meine erste Aufnahmesession. Das ist jetzt der vierte Part, glaube ich. Ich hole jetzt erstmal hier, was hier für Missionen alles offen sind. In der Reihe zum Abendessen. Besorge drei Monster in der Reihe. Kelbihörner. Oder soll ich wirklich jede Quest hier machen? Weiß ich nicht. Könnt ihr ja entscheiden. Falls ihr Kommentare hinterlasst. Oh, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate, wo wir die nächsten Quests dann angehen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.